Es ist an der Zeit, einem Autor zu huldigen, den ich sehr, sehr gerne mag. Ich habe auch schon öfter Bücher von ihm in die Kamera gehalten und finde aber, es ist absolut wert, ein extra Video dazu zu drehen. Bevor ich allerdings damit anfange, möchte ich mal die Gelegenheit nutzen. Ich habe es schon mal gemacht, aber es ist schon wieder eine ganze Weile her und seitdem hat sich so viel getan. Ich will mich bei allen bedanken da draußen, die meine Videos gucken. Ich habe mittlerweile mehr als 250 Abonnenten, das ist der Wahnsinn, also für mich. Ich freue mich da sehr drüber, jedes Abo, jeder Kommentar, jeder Daumen hoch, das macht mich alles total glücklich, weil ich dann weiß, dass es Leute gibt, die es ganz gut finden, was ich da so mache und vor mich hin quatsche. Und da bin ich wirklich sehr, sehr froh drüber und sehr dankbar drüber und hoffe, dass es genauso weitergeht, also dass ihr weiterhin Freude an meinen Videos habt oder auch mal kritisch seid, wenn irgendwas nicht so gut ist. Ich meine, gibt's ja auch, ist ja kein Problem. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank dafür. Ich habe das Gefühl, dass ein ganz schöner Austausch entsteht und es macht mir riesengroßen Spaß. Und apropos Austausch, habe ich gedacht, ich frage euch mal, da wir jetzt so eine kleine kuschelige Gruppe sind und ich ja jetzt schon ein paar Videos gemacht habe, ihr mich schon eine Weile gesehen habt, ob ihr Interesse an so einem Frage- und Antwort-Video habt, also dass ihr mir Fragen stellt, die ich euch dann in einem Video beantworte. Das können private Fragen sein, sofern sie nicht zu privat sind. Das können Fragen zu Büchern sein, natürlich, was auch immer euch so einfällt und euch interessiert. Ihr könnt mir ja mal ein Feedback dalassen, ob ihr daran Interesse habt. Und wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr sie am besten auch gleich stellen. Dann gucke ich einfach mal, wie der Rücklauf so ist. Also wenn es jetzt da kein so großes Interesse gibt, dann lasse ich es einfach. Ist ja kein Problem, muss auch nicht sein. Aber wenn euch irgendwelche Fragen auf der Zunge liegen, euch irgendwas interessiert, könnt ihr sie mir gerne stellen. Ich dachte irgendwie, der Zeitpunkt wäre ganz gut. Jetzt habe ich ein paar Abonnenten, wo es sich auch lohnt, von der Zahl her sowas zu machen. Und vielleicht interessiert es euch ja. Ich selber finde es immer ganz spannend. Und ihr habt euch jetzt schon ein paar Videos angeguckt. Vielleicht findet ihr es auch ganz schön, noch ein bisschen mehr über mich zu erfahren. Schreibt mir einfach. Wie gesagt, wenn das Interesse nicht so wahnsinnig groß ist, ist es auch kein Problem. Es ist nur ein kleines Angebot und eine kleine Möglichkeit für mich, euch was zurückzugeben für euer Interesse sozusagen. Jetzt aber weg von mir, hin zu einem Autoren, den ich sehr, sehr toll finde und das auch schon ziemlich lange. Ich weiß gar nicht, seit wann ich seine Bücher lese. Ich weiß noch, dass ich auf sein erstes Buch, auf Freaks, aufmerksam geworden bin durch den Literaturclub auf Dreisat. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich kann euch die Sendezeiten auch nicht mal sagen, aber ich mag den ganz gerne. Und habe dann Freaks gelesen, habe Vincent gelesen, damals noch von meinem Papa und habe es mir irgendwann dann auch selbst gekauft, weil es mir so wahnsinnig gut gefallen hat. Und seitdem war ich echt gefangen. Also er schreibt einfach wahnsinnig toll. Ich kann euch ja mal so ein paar Eckdaten, wäre zu viel gesagt. Auf jeden Fall, wie ihr schon seht, es geht um Joey Goebel. Joey Goebel ist Amerikaner, ist 1980 geboren. Da habe ich extra nochmal nachgeguckt, weil ich noch im Kopf hatte, dass er ziemlich jung ist. Nicht, dass es einen Unterschied macht, aber, also was heißt ziemlich jung, aber ihr wisst schon. Ne? Also, älter als ich ist immer blöd, wenn ich sage ziemlich jung, aber. Und was ich ganz cool finde, ich finde, er ist als Persönlichkeit auch gar nicht uninteressant, weil er Frontman einer Punkband war, schon zu jungen Jahren, ist eine Weile her und auch jetzt noch Frontman einer Band ist. Ich weiß auch gar nicht, ob sie dann eine Punkband ist. Ich meine, man wird ja auch älter, keine Ahnung. Auf jeden Fall einer Band, die auch Alben rausbringt, Gigs spielt und so weiter. Ne? Also nicht nur in der heimischen Garage, sondern ich weiß nicht, wie sie heißt. Es ist nichts super Bekanntes, aber ich finde das irgendwie ganz, ganz spannend. Und ihr müsst euch mal Bilder von ihm angucken, danach sieht er halt auch aus. Also so ein bisschen Rockabilly-mäßig oder so. Keine Ahnung. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich meine, der Autor spielt für mich schon eine Rolle in seiner Persönlichkeit, wäre zu viel gesagt. Aber wenn der Autor eine interessante Persönlichkeit hat oder, also irgendwie finde ich es dann ganz cool. Und mir geht es auch oft so, ich erwische mich dabei auch bei Schauspielern. Wenn die mir irgendwie unsympathisch erscheinen, dann mag ich die auch nicht so gern sehen, was lesen, Filme gucken. Weiß auch nicht. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen sehr kritisch. Jedenfalls, Joey Goebel hat bisher 4 Bücher rausgebracht. Das erste war Freaks. Die sind alle im Diogenes Verlag erschienen übrigens. Das hier ist ein bisschen anderes Format, ich weiß gar nicht wieso.
Und Freaks hatte ich euch schon mal in meinem letzten Top 5 Wednesday Video gezeigt. Es geht um Außenseiter, die eine Band gründen und damit ein bisschen rumreisen. Und es ist, ich bin ehrlich, zu lange her, dass ich es gelesen habe, als dass ich euch genaueres über den Inhalt sagen könnte. Aber es ist ja auch gar nicht so wichtig. Zu viel will man ja auch immer gar nicht wissen. Es ist ein bisschen aufgebaut wie A Long Way Down von Nick Hornby, wenn ihr das kennt. Also, dass die Kapitel immer aus der Sichtweise von unterschiedlichen Personen geschrieben sind. Ich weiß, es gibt Leute, die damit nicht so gut klarkommen. Manche mögen es gerne. Ich mag es sehr, weil man einfach bei jedem Charakter nochmal so einen besseren Einblick bekommt. Und es ist auch nicht so, dass man da völlig durcheinander kommt. Also, das ist schon ganz gut gemacht. Ein wirklich sehr, sehr gutes Buch. Daraufhin seine zweite Veröffentlichung ist mein Lieblingsbuch von ihm und auch generell eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Ich habe es euch auch schon gezeigt. Und zwar Vincent. Und Vincent ist schon allein von der Geschichte unheimlich interessant. Vincent ist nämlich ein Junge, der auf ein Internat geht für künstlerisch besonders begabte Kinder und Jugendliche. Und er sticht dort nochmal so ein bisschen heraus, wird praktisch, ja, entdeckt, kann man schon sagen. Jetzt ist es allerdings so, dass die Köpfe im Hintergrund, die eben dafür sorgen wollen, dass diese Kinder und Jugendlichen ganz groß rauskommen, der Meinung sind, dass man nur ein guter Künstler, in welcher Form auch immer, sei es nun musikalisch, ja, mir fällt gerade malerisch, mir ist gerade das Wort nicht eingefallen, ihr wisst schon, oder als Autor, dass man nur ein guter Künstler sein kann, wenn man leidet. Also, dass aus Leid große Kunst entsteht und dass glückliche Menschen gar nicht so kreativ sein können, nicht so viele Ideen haben, wie auch immer. Und deshalb bekommt Vincent Harlan an seine Seite, der, ohne dass Vincent natürlich etwas davon weiß, immer wieder dafür sorgt, dass Vincent leidet und dass ihm schlimme Dinge geschehen und dass er niemals richtig glücklich wird. Und das klingt jetzt erstmal ziemlich deprimierend und traurig. Und im Kern ist die Geschichte natürlich auch traurig, aber da steckt auch wahnsinnig viel Humor drin. Und natürlich ist es irgendwie eine ganz kranke Idee, aber man kann Harlan nicht mal dafür hassen, weil die Charaktere so unheimlich gut gezeichnet sind, sage ich mal, dass man sich in jeden irgendwie reinversetzen kann und dass auch Harlans Handeln irgendwie Sinn macht, auch wenn es natürlich nicht die, sind wir mal ganz vorsichtig, die feine englische Art ist. Und auch man leidet so mit und verfolgt es so mit und es ist eine super interessante Geschichte, finde ich. Es ist richtig, richtig gut geschrieben. Man wird wirklich in den Bann gezogen und möchte wissen, wie es weitergeht. Sehr, sehr, sehr toll. Sehr, sehr toll. Das dritte Buch, das er rausgebracht hat, da hatte ich tatsächlich noch ein bisschen mehr Geduld als beim letzten, denn es kam, also Vincent kam von Anfang an als Taschenbuch raus, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und Heartland, sein drittes Buch, das ist das hier, kam im Hardcover raus. Jetzt ist es so. Hardcover sind ja generell schon nicht günstig, ne? Das wissen wir alle. Wer viel liest, kennt die Kosten, die auch immer höher werden, habe ich das Gefühl. Und im Diogenes Verlag ist es tatsächlich so, dass sie nochmal, ich sag mal, 2, 3 Euro mehr kostet. Ist auch bei Taschenbüchern so. Also das hier hat mich jetzt 11,90 € gekostet. Und normalerweise ein Taschenbuch kostet irgendwie 9,90 € oder so. Ne? Sind 2, 3 Euro, aber ich meine, wenn man viele Bücher kauft, fallen die schon ins Gewicht. Ihr wisst, wovon ich spreche. Jedenfalls hatte ich bei Heartland noch die Geduld, auf das Taschenbuch zu warten. Und wahrscheinlich hätte ich mir das Buch von einem anderen Autor auch gar nicht gekauft, da bin ich ehrlich. Es ist nämlich eine relativ politische Geschichte. Es geht um zwei Brüder. Ich muss mal eben. Es ist auch schon wieder eine Weile her. Es tut mir leid, ich lese so viel, dass mein Gedächtnis da ein bisschen leidet. Es geht um zwei Brüder und einer dieser Brüder kandidiert für ein politisches Amt und der andere ist, soweit ich weiß, so ein. Na, in den USA gibt es diesen Ausdruck White Trash. Kennt ihr den? Diese Trailerpark-Leute und so. Ich will mich mit der Aussage jetzt nicht in die Nesseln setzen, ne? Aber so wird er beschrieben. Also es ist halt, ne, der eine Bruder will eben ein politisches Amt erreichen, ist so ein bisschen schicki-schicki und der jüngere Bruder eben das volle Gegenteil. Drücken wir es doch so aus. Und es ist ganz interessant gemacht und normalerweise hätte ich es wahrscheinlich, wie gesagt, nicht gekauft, weil ich bin nicht so hochpolitisch, ich kenne mich da auch nicht sehr gut aus, ich gebe es offen zu. Aber bei Heartland, ich lege es mal zur Seite. Klar war der Autor ausschlaggebend und ich bin davon ausgegangen, und so war es letztlich auch, dass es interessant gemacht ist. Was man ein bisschen querlesen kann, sind so lange politische Reden, die zwischendurch mal vorkommen. Dafür haben die Amis ja auch so ein kleines Faible. Ich meine, das gibt es ja auch in vielen Filmen, dass es zum Schluss noch mal eine große, anrührende Rede für alle gibt. Kann
kann man mögen oder auch nicht. Aber insgesamt wirklich ganz, ganz lustig und interessant und spannend und überhaupt nicht trocken. Und Heartland ist im Kern ein typisches Joey Goebel-Buch, weil er so ein bisschen dafür bekannt ist, die amerikanische Gesellschaft auf die Schippe zu nehmen. Und das tun viele, versuchen auch viele, daran scheitern auch viele, meiner Meinung nach. Satire ist immer eine schwierige Sache. Ist auch eine Sache des eigenen Humors, ob man es mag oder nicht. Aber ich finde, er macht es ganz gut, weil er nicht übertreibt und weil er das gut in die Geschichte einwebt. Also man liest es nicht und hat das Gefühl, oh, da ist jemand aber frustriert von den USA und muss jetzt mal raushauen, was er alles doof findet und darunter leidet die Geschichte. So ist es nicht. Es wird gut mit der Handlung verwoben. Es ist intelligent gemacht. Es ist auch für Menschen, die, wie gesagt, politisch jetzt nicht engagiert, interessiert oder ja, denen das ein bisschen zu trocken ist, ist es wirklich schön gemacht. Ich würde es vielleicht nicht als erstes Buch von ihm empfehlen, weil die Geschichte eben ein bisschen speziell ist. Also ich würde euch da wirklich Vincent ans Herz legen, weil mir das richtig gut gefallen hat. Aber eure Sache, ich meine, es ist ja auch nur mein persönlicher Geschmack. Vielleicht mögt ihr solche Geschichten sowieso, dann ist es ja egal. Sein letztes Buch, die Erscheinung ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, das war im letzten Jahr. Das gibt es auch noch nicht als Taschenbuch. Ist Ich gegen Osborn. Wie ihr schon seht, bei dem Buch konnte ich nicht mehr aufs Taschenbuch warten. Ich hatte ja mittlerweile drei Bücher vom Autor gelesen, die ich alle gut fand. Und habe mir das dann geholt. Und da geht es um einen Schüler, den wir durch seinen Tag begleiten. Also jedes Kapitel ist eine Schulstunde sozusagen. Also die Gliederung des Buches ist wie ein Stundenplan und wir begleiten ihn dann durch die Schulstunden. Ich kann mal eben gucken. Also das erste Kapitel heißt dann vor dem Unterricht, dann Ordnungsstunde, Chemie, kreatives Schreiben und so weiter und so fort. Und auch hier, und auch das ist typisch Joey Goebel, haben wir wieder eine kleine Außenseiterfigur. Das kann er einfach richtig gut. Oh, ich kann euch hier mal ein Bild zeigen. Das ist Joey Goebel. Eine kleine Außenseiterfigur. Und da ist es jetzt so ein bisschen. Also, ich fand das Buch auch gut, fand es aber das Schwächste von seinen vier Werken, weil es doch ja ziemliche Längen wäre übertrieben. Man liest es schon schnell durch, nur alles steuert eben auf einen Höhepunkt hin. Und bis dahin denkt man sich dann immer, okay, aber jetzt könnte es auch mal ein bisschen mehr in Fahrt kommen. Also, das ist super witzig wieder. Also, dieser Junge hat einen tollen Humor. Und die Geschichte ist auch ganz gut, nur eben nicht der Kracher. Also es plätschert schon manchmal so ein bisschen vor sich hin und auch dieser große Höhepunkt, wenn der passiert, dann denkt man sich, na, habe ich mir jetzt ein bisschen mehr drunter vorgestellt. Ne? Also es ist ein gutes Buch und wenn man Fan vom Autor ist, sowieso und es steckt auch wieder eben genau seine Eigenart drin. Und ich finde es ganz schön, wenn man wirklich so diesen eigenen Stil rauserkennen kann. Aber es ist von den vier Büchern schon das Schwächste, das muss ich schon ehrlich sagen. Nichtsdestotrotz, ich bin Fan und ich weiß ganz genau, wenn das nächste Buch rauskommt, werde ich es kaufen. Und ich bin ganz ehrlich, die Story ist mir relativ egal. Also solange nicht irgendwas ganz Blödes kommt, werde ich es kaufen, weil ich den Autor toll finde und den Schreibstil toll finde. Und ich kann ihn euch nur empfehlen. Ich habe das Gefühl, er ist gar nicht so bekannt und das finde ich ein bisschen schade, weil er wirklich unheimlich gut ist und ich finde auch mit seinen Ideen und seinem Schreibstil wirklich raussticht und kann euch nur sagen, lest ihn mal an. Für mich hat es sich sehr gelohnt. Also es ist schon, finde ich, eine Seltenheit, wenn man einen Autor findet, von dem man jedes Buch mag und selbst wenn er bisher nur vier Bücher geschrieben hat, auch jedes Buch gelesen hat. Schaut ihn euch mal an. Des Weiteren freue ich mich jetzt auf eure Kommentare, sei es zum Autor und zu den Büchern oder eben zu mir. Fragen an mich. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Tschüss!